Jürgen, das nächste Video wird aber auf jeden Fall pünktlich, habe ich mir gesagt. Und zum Glück heiße ich nicht Jürgen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Im heutigen Video machen wir dieses Kartenprojekt. Ich habe länger rumgetüftelt mit den Lilien und jetzt ist endlich eine Karte rausgekommen, die mir gefällt. Das ist ja noch ein Set aus dem neuen Mini-Katalog, was ich unbedingt einmal bespielen wollte. Das ist das Projekt, das als erstes entstanden ist. Und hier ist noch eine Variation in etwas heller, wem das hier zu dunkel ist. Und wir basteln natürlich wieder den Hybrid, also diese Variante, aber mit noch den grünen Blättern drauf und gucken mal, wie das dann so wird. Gut, wie immer zeige ich die Variationen am Ende und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was man alles braucht. Ich habe in weiser Voraussicht mal alles zugeschnitten. Und zwar fangen wir an mit, ich würde sagen, doch den eigentlichen Teilen. Die kommen aus dem Set Easter Lilies. Das ist leider ein englisches Set. Die Sprüche sind auch nicht so mein Fall, aber die Motive dafür umso mehr. Wir haben sehr elegante Lilien. Wir haben einen super schönen Hintergrundstempel. Wir haben hier ein bisschen Gestrüpp nebendran. Wir haben einen Stiel und dann eine geschlossene Blüte. Zwei so sehr geschlossene Blüten oder eine halboffene Blüte, zwei geschlossene und eine geöffnete Blüte. Die sind auch größer, also die sind auf 80% nur draußen abgebildet. Das steht übrigens da unten rechts, falls ihr euch mal gewundert habt, wieso man das weiß. Also innen sind sie größer und die Stanzformen sind richtig cool. Die machen nämlich eine sehr plastische, nee, nicht plastisch detaillierte Lilie. Also das ist das Produktpaket für heute. Ich stelle wie immer das Produktpaket unten rein. Theoretisch könnt ihr die Sachen auch einzeln kaufen, wenn ihr sagt, nö, ich nehme nur die Stanzform, dann ist es natürlich auch okay. Wobei man dann natürlich im Preisvergleich, wenn man das Stempelset nimmt, wieder spart, weil man das im Produktpaket bekommt. Ich mag den Hintergrundstempel sehr gut, sehr gerne und tatsächlich auch diese Motive. Jo, ich habe hier mal die Sachen ausgestanzt und zwar die Blüten, oder die Blüte, die besteht aus drei Teilen. Die sehen so aus. Die habe ich aus Weiß und ich habe die Blätter noch. Die zeige ich gleich auch noch. Und zwar wollte ich ein bisschen Farbe in meiner Blüte haben. Natürlich muss ja auch eine Blüte irgendwie sein. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte das mit Stampin' Blends anmalen. Das habe ich hier gemacht. Das wird dann so ganz dezent. Ich hoffe, man sieht das gut. Das machen wir jetzt auch. Und hier habe ich mit den Aquarellstiften gemalt. Einfach nur so ganz dezent immer streifen und die dann nachher verwaschen. Das sieht auch super schön aus. Geht beides. Ich mag für diesen cleanen, simple Look, weil die Karte sehr elegant und stilisiert ist, mag ich das hier mehr. Deswegen werden wir jetzt das machen. Aber fühlt euch frei, was auch immer ihr wollt zu machen. Ich nehme Blütenrosa, und zwar den hellen. Und ich gehe mit der dicken Pinselspitze so einmal hier drüber. Und zwar nicht alles anmalen, sondern nur so Streifen, ganz locker aus dem Handgelenk und auch gar nicht bis in die Spitze rein, sondern nur so innen so ein bisschen, wo halt so eine Blüte normalerweise so eine Färbung hätte. So ganz dezent ist das Wichtige. Und immer wenn man so Textur anmalt, man sieht, also hier sieht man natürlich offensichtlich die Pinselspuren, aber bei dem Aquarellprojekt auch nicht einfach so drüber schraffieren, sondern immer mit der Maserung gehen. Das sieht man dann nachher und das sieht besonders schön aus. Bei diesem offenen Teil müsst ihr, die werden nachher sowieso alle überklebt. Unten, da ist es nicht so wild. Und bei dem offenen Teil müsst ihr aber hier unten starten und dann reingehen, weil das soll aussehen wie so eine umgeklappte Blüte und es sieht doof aus, wenn da oben noch weiß ist. Also bis über den Rand rausgehen. Als nächstes nehme ich mir den klaren, das ist einfach nur das Flussmittel, der Verblender, und ich gehe mal sehr flach legen. Gehe ich über alles, was ich gemalt habe, einmal so drüber. Dann sinkt nämlich die Tinte noch ein kleines bisschen mehr ins Papier ein, verschwimmt vielleicht noch so ein bisschen und wird einfach nochmal dezenter, weil wir wollen so einen Hauch von nix haben. Und so kriegt man den Effekt ganz gut hin. Das braucht jetzt noch ein Sekündchen, bis das eingezogen ist, aber dann haben wir eine ganz, ganz tolle, dezente Färbung auf der Blüte drauf. So, das legen wir zur Seite, das ist fertig. Genau das gleiche habe ich mit den Blättern gemacht. Die Blätter, da habt ihr zwei Stück im Set, nämlich dieses und dieses. Der habe ich ausgestanzt aus Lindgrün, aber weil mir die Farbe nicht gefallen hat in dieser Farbkombination, habe ich die auch koloriert. Und zwar nicht mit einfach Lindgrün, sondern mit Aquamarin. Und ich glaube, das ist sogar der dunkle Aquamarin. Ihr probiert einfach aus, welcher besser aussieht. Bei dem hellen hat man bei mir nichts gesehen, deswegen bin ich auf dunkel gegangen. Und jetzt habe ich nämlich, wenn ich das zu dem ganz hellen Grün, das ist ja auch ein gelbliches Grün, wenn ich da das helle Blau reinmache, dann kommen wir wieder bei so einem mittleren Grün raus. Das fand ich hier schöner, deswegen habe ich das so gemacht. Und zwar habe ich das zweimal gemacht. So, eins, zwei. Das kann, nee, das kann noch nicht weg. Und ich kann noch, dann sind wir mit dem Ausstanzen nämlich durch. Das Blüteninnere, die
Stempel, heißen die so? Blütenstempel? Habe ich irgendwie im Kopf aus dem Biounterricht. Die sind aus Roségold ausgestanzt. Und zwar haben wir da ein cooles Dreierpack. Roségoldene Folie, nämlich eine spiegelnde, hallo, eine matte und eine holographische. An dieser Stelle wieder kleiner Disclaimer, im Original sieht diese nicht so aus, die sieht nur so ganz krass aus, weil ich hier ein Ringlicht habe, deswegen auch der Kreis, deswegen spiegelt die so richtig heftig. In einem normalen Sonnenlicht sieht man die nur in so einer Reflexion, wie man in so einem Spiegel, wenn man den kippt, auch eine Reflexion sieht und das ist dann holographisch. Also so krass ist es nicht, zum Glück. Und ich habe mich auf der ganzen Karte für die matte Variante entschieden, weil ich die am elegantesten dazu fand und am stilvollsten. Deswegen ist der Blütenstängel in dem Matt und nachher auch haben wir noch ein Stück, das ist auch aus der matten Folie ausgestanzt. So, und eine letzte Sache müssen wir noch machen, nämlich auf der Auflage, das ist eine zweite Kartenauflage, also 13,5x9,5. Da wird ein bisschen im Hintergrund rumgesprenkelt. Und zwar habe ich dafür einen Acrylblock und die Krafttinte in weiß, die setze ich mal da unten rein. Die kann man theoretisch einfach nur so als Fläschchen kaufen oder eben mit dem Stempelkissen zusammen. Die kommt dann mit dem leeren Stempelkissen und diesem. Das heißt, kauft euch das Set, dann habt ihr das Stempelkissen, wenn ihr stempeln wollt. Und da kommt immer direkt ein Nachfüller mit dazu. Und dann mein Aquapainter, der ist hier drüben. Ich gucke jetzt mal, ob man die getrocknete Tinte, ah ja, die kann man auch noch wieder anlösen, wunderbar. Gut, und dann schnappe ich mir irgendwas Hartes, Festes, wie zum Beispiel mein Falzbein. So, da muss man jetzt gucken, dass das ordentlich nass ist, damit es überhaupt Spritzer macht. Also gut, so dass sich am besten schon ein Tropfen vorne bildet und dann da draufhauen und dann gibt es nämlich Sprenkel. Je nasser und je doller, je mehr der Tropfen schon runterhängt, desto größer werden die Sprenkel. So könnt ihr ein bisschen kontrollieren, welche Art von Sprenkel ihr gerne auf eurem Projekt hättet. So, und ich möchte jetzt noch ein paar... Wobei, eigentlich gefällt es mir so ganz gut. Das hier ist nachher wahrscheinlich sowieso eher überdeckt und dann sieht man so ein bisschen Sprenkel links und rechts. Das ist ganz hübsch. Und auch die Pinselgröße ist natürlich, je größer der Pinsel, desto größer der Tropfen. Das heißt, wenn ihr einen größeren von diesen Pinseln nehmt, dann bekommt ihr auch größere Tropfen. So, das ist das eine. Und dann gehe ich nochmal drüber mit dem Wink of Stella. Dieser Funkelpinsel. Das war doof. Macht nichts. Und da machen wir auch so ein paar hin. Jetzt glitzert da halt ein, es ist kein Glitzern, jetzt schimmert hier halt ein Fleck besonders doll. Vielleicht kann ich ein bisschen was abwischen. Das da ist nur Alkohol, das trocknet gleich und dann ist es komplett klar. Aber an der Stelle wird man halt sehen, dass es ein bisschen funkelt. Wobei meiner ist sowieso sehr schwach auf der Brust, weil ich den schon zweimal nachgefüllt habe. Ich habe auch noch einen anderen, dann sollte ich mal langsam den tatsächlich in die Tonne hauen und mit dem anderen weitermachen. Gut, das ist Hintergrundgestaltung, einfach nur so ein ganz bisschen Textur. Und jetzt, ach nee, ich baue nochmal das Schmierblatt. Und jetzt stempeln wir da nämlich drauf rum. Eigentlich sollte man das dafür kurz trocknen lassen. Dann gehen wir doch über. Das ist die Innenseite in weiß, auch zweite Kartenauflage. Und dann nehme ich aus dem Stempelset, habe ich die Lilie. Wir könnten sogar, ach ja komm, wir können auch so ein bisschen rumspielen und zum Beispiel die halb geschlossene oder die halb offene hier unten in die Karte reinstempeln. Die habe ich in abgestempelt gemacht, in Granit natürlich, Ton in Ton. So, die kommt dahin und in die Kartenbasis machen wir dann diese hier auf die Innenseite. Und zwar ist die Kartenbasis hier. Auf die linke Seite, da stempel ich meistens einfach was rein, dass die nicht ganz so nackig ist. Und da kommt dann die offene Lilie hin. Jetzt muss ich einmal nach der Ausrichtung gucken. So. Wunderbar. Und da können wir auch noch eigentlich den Stiel mit hinstempeln. So, brauche ich nochmal einen Block. So. Da hätte man natürlich am besten vorher mal gucken sollen, wie das am besten passt. Na, dann seht ihr jetzt, wie ich improvisiere. Das ist ja auch mal nett. Also ich schnappe mir ein Post-it, weil ich möchte das abmaskieren. Und zwar dort unten in der Ecke soll irgendwo mein Stiel ankommen. Und der wird wahrscheinlich... Doch, stempeln wir den so. Von hier unten rein. Und dann schneide ich hier auf der Linie des Post-it weg und dann kann man das nämlich hier wieder drüber kleben und dann in das Stempelmotiv reinstempeln. Und
und dann überschneidet sich das nicht. Jetzt haben wir hier eine offene Lilie drin. Vielleicht, das kriegt ihr nachher besser hin. Wahrscheinlich soll der Stiel von dort seitlich rein oder sowas. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist jetzt hier nur Testlauf. Das Stempelkissen brauche ich noch, denn wir stempeln jetzt hier noch ein bisschen drauf rum. Und zwar, ihr seht, der Fleck ist schon fast weg. Und das zieht einfach ein. Mit dem coolen Hintergrundstempel. Den habe ich abgestempelt. Ich teste es lieber einmal auf der Rückseite. Oder ist mir das zu dezent? Oh, schwierig. Ich glaube, einmal ganz kurz abstempeln und dann die zweite Generation. Meins ist schon auch ein bisschen schwächer. So, und jetzt gucken wir mal, wie habe ich das gemacht. Ist nicht so wichtig. Dort links, wo die Blüte ist, mache ich besonders viel. Und zwar finde ich diesen hier besonders schön, wenn man etwas größere Zusammenhangskomponenten baut. Also lieber in der Mitte ein Ding, was zusammenhängt, anstatt dass sie über den ganzen Rand rausgehen. Dann verbindet sich dieses Motiv besser. So, also hier kommt die große Lilie hin und dann guckt hier ein bisschen raus und da ein bisschen. Und in der Mitte sieht man sowieso nicht. Das sieht schöner aus, als wenn das über den Rand rausgeht. Das habe ich getestet. Ich mache ja immer ganz viele Prototypen und Zeugs, bis so eine Karte fertig ist. Da kann ich das dann ein bisschen ausprobieren, ein bisschen üben. Das ist auch der längste Teil vom Video tatsächlich, der Designprozess hinter den Karten. Das Video drehen geht total schnell, schneiden und rendern ist dann auch einfach nur nervig. Aber der Designprozess, der dauert eine ganze Weile. So, dann haben wir das. Das funkelt jetzt auch so leicht, das ist super schön. Jetzt fehlt mir noch was. Ja, und zwar können wir hier noch ein bisschen drumherum malen. Dort die etwas geschlossene Blüte, die kriegt natürlich auch noch ein bisschen rosa. Ich vermute, dass das alles Blütenblätter sind. Korrigiert mich notfalls in den Kommentaren, wenn es nicht so ist. Und deswegen male ich die auch einfach von unten alle komplett mit diesem Blütenrosa an und schiebe dann die Tinte nochmal so ein bisschen tiefer ins Papier. Und für da das bisschen Stängel sollte ich mal hinter mich greifen und gucken. Das hier ist Lindgrün. Kommt noch so ein Hauch Lindgrün unten ran, sonst sieht das so verloren aus. So, da könnte man auch unten noch ein bisschen Lindgrün reinschaden oder sowas, aber wir wollen uns ja jetzt nicht verkünsteln. So. Hier, dieser Teil. Jetzt kommt dieser diagonale Streifen drauf. Ihr könnt den horizontal setzen, wenn ihr wollt. Finde ich aber nicht so cool für diese Karte, weil die lebt von der Organik, die da drauf lebt. Also da ist ja keine gerade Kante. Die Blume ist ein sehr organisches Motiv. Und dann dieses Gerade fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich es leicht chaps gemacht. Und zwar, ich zeichne an, einmal 4,5 cm auf der linken Seite und einmal 3 cm auf der rechten Seite. So. Ein kleines Pünktchen setzen. Dann nehme ich mein Papierschneider und lege jetzt die beiden Punkte in die Schneidenut ein, also hier oben und dort unten, so dass die Punkte tendenziell einen Tick weiter rechts sind, dass sie auch wirklich gut rausgeschnitten werden, weil wenn so ein Punkt übrig bleibt, sieht es am Ende doof aus. So. Und der größere Teil wird direkt zur Seite gelegt. Beim kleineren Teil wollen wir jetzt 1 cm abschneiden. Und zwar macht man das, auch natürlich auf der schrägen Seite, nicht unten, indem man hier oben und hier in der Mitte, Überraschung, in der Mitte gibt es auch Maße, die legt man einfach hier und unten auf den 1 cm Strich. Das reicht ganz genau. Jetzt hier gut festhalten mit den Fingern, zuklappen, da drauf drücken, dass es auf keinen Fall sich bewegt. So, jetzt hier links festhalten und zack. Dann hat man genau diesen 1 cm Streifen, den wir jetzt gleich in der Roséfolie sehen. So, dann kannst du auf die Seite. Speaking of the Roséfolie, ich hole mal meine Silikonmatte, wenn ich sie finde hinter mir. Da. Wo ist mein roségoldener Streifen? Habe ich den begraben unter den anderen Teilen? Wahrscheinlich. Das ist aber schlecht. Ah, hier. So. Der ist jetzt 2 cm breit. Wie lang genau, ist eigentlich egal. Hauptsache breiter als 1 cm und gebt euch halt ein bisschen Klebelasche. Mein Abreißklebeband ist auch ein bisschen breiter als 0,5 cm. Deswegen muss ich das so jetzt da runterkleben. So hier. Und hinten dann umfalten. Weil ich einfach sonst keinen Zentimeter Platz habe. Und ich will nicht noch mehr von der Metallicfolie abschneiden, weil die ist teuer. Wenn ihr ein feineres Klebeband habt, könnt ihr natürlich auch das nehmen. Und ich nehme übrigens gern trockenes Klebeband hier, ganz klar, weil das eine nicht saugfähige Oberfläche ist, das Metallic-Papier, also jedenfalls nicht so gut. Und da möchte ich lieber einen trockenen Kleber benutzen, der klebt nämlich sofort und auf jeden Fall.
So, jetzt ziehe ich das hier ab und deswegen mache ich das auf der Silikonmatte. Jetzt kann ich das nämlich einfach umfalten und dann klebt er da dran und steht hinten nicht über. Das will ich nämlich auch nicht, sonst drückt es sich im Briefumschlag vielleicht an die Kartenbasis dran. Und dann kann ich ja so viele, und dann geht dieser plastische Effekt kaputt, weil ich klebe es ja natürlich mit der Menschen jetzt auf. So, einmal umfalten, wunderbar. Jetzt haben wir hier oben unten Kleber. Und jetzt peppen wir das hin. Ich lege einmal das richtige Maß wieder unter die Kartenbasis. Ich klebe es erstmal so, dann macht es mehr Sinn. Also jetzt einmal hier so kleben. Und jetzt braucht man hier eben nochmal eine zweite Kartenauflage. Und dann kann man die genau drauf ausrichten. Und dann wird es nämlich schön. So, ich orientiere mich hier oben. Ich setze gerade diese Ecke und diese Ecke an, so wie es sein soll. Und dann passt das hier. Nicht krass drüber falzen, sonst falzt ihr euch nämlich diese Kante hier, sonst falzt ihr euch die auf der Vorderseite rein. Und jetzt nimmt man eine Schere und geht, wichtig, erst Scherenblatt anlegen. Unten ist es im Moment offen. Ich lege es nur oben an, damit ich hier gucken kann, wie ich es gern hätte. Ist immer noch offen. Und dann mit einem abdrücken. Dann bekommt ihr nämlich auf jeden Fall eine schöne gerade Kante. Weil wenn da so zwei hier sowas drin ist, sieht es doof aus. Deswegen auf jeden Fall erst das Scherenblatt anlegen, oben bündig hinlegen, so wie man es nachher haben will. Und dann zack, mit einem Schnitt abschneiden. Gut. Und dann haben wir diesen roségoldenen Streifen drin und ich mag das sehr gerne, dass der eben eingelassen ist. Das sieht man auch, das fühlt man auch und nicht einfach nur drauf gepeppt. Das sieht irgendwie cooler aus, eleganter. So, Kartenbasis ist hier, dann kleben wir mal die Sachen alle ein. Ich habe hier die Innenseite. Die würde man natürlich eigentlich erst beschreiben und dann einkleben. Dann kann man nämlich, wenn man einen Fehler macht, das einfach nochmal machen. Ich mag das sehr gerne, wenn innen ein bisschen mehr Platz ist, insbesondere bei so eleganten Designs. Die eleganten Designs sind übrigens die schlimmsten zu designen, weil die ja von ihrer Gesamtkomposition leben. Und da kann ich nicht einfach, ja, und hier noch ein bisschen was drauf und da ein bisschen was drauf, sondern muss man tendenziell wieder was wegnehmen und die wenigen Elemente, die man hat, umrangieren. Und das braucht Zeit und Liebe. So, das wird hier oben drauf geklebt, natürlich mit Dimensionals. So, und weil es so vollflächig ist, auch das wisst ihr mittlerweile, nehme ich lieber viele und dafür kleine. So, damit sich das auf keinen Fall, wenn man das irgendwie verschickt oder in den Umschlag drückt, dass es sich dann verbiegt. Und deswegen ist auch wichtig, dass das hier hinten nicht mehr klebt, weil das könnte ja dann an der Basis festkleben und das alles ruinieren. Ich sehe, ich hätte mein Pixie-Tool benutzen sollen. Jetzt ist es aber zu spät, das rauszuholen. So, ich mache immer 12 Stück drauf. Dass man da nicht zu weit weglegen, Tim, das brauchen wir gleich nochmal. Und zwar am besten so ein Randstück. Ja. So, die alle abziehen. Aha. Wieder das Dilemma, wenn man sich die Fingernägel schneidet. Dann kriegt man die Teile nicht mehr gescheit abgefuselt. Mann! Gut. Aufkleben. Wunderbar. Ihr seht, der Fleck ist fast komplett weg mittlerweile. Der trocknet noch ein kleines bisschen, dann ist er weg. So, ach, wir haben die Blüte noch gar nicht zusammengeklebt. Hier, guck mal. Also, ich starte mit dem Dreierteil. Da drauf klebe ich den Zweierteil. Die haben hier unten genau diese Rundung, die kann man genau ineinander legen. Klasse. Dann klebe ich die Blütenstempel an. So, und zwar klebe ich die auch ziemlich bündig unten hin. Und dort drüber klebe ich jetzt dieses einzelne Blatt. So, sodass hier aus dieser Rundung genau da dieses Teil rausguckt. Dann nehme ich auch einfach einen kleinen Hauch Flüssigkleber und setze das hier rein. Upsala. Und genau aus dem Grund, was ihr gerade gesehen habt, werden da unten auf jeden Fall zwei Dimensionals angeklebt. Nämlich einen in die eigentliche Blüte und einen da unten
in dieses extra Teil, dass mir das nicht abhaut. So. Kann auch ein bisschen mehr machen. So, die Blüte soll es ja auch nicht platt drücken. Super. Ziehen wir ab. Und legen das hier hin. So etwa. Und dann fummeln wir da noch unsere Blätter drunter. Spruch übrigens, wenn ihr gerne einen hättet, könnte man den hier unten hinstempeln. Entweder bündig hier unten oder auch leicht auf diese Schräge drauf. Entweder drüber oder drunter, wie ihr es gerne hättet. Das kann man machen. Und probiert auch mal rum mit der Farbkombination. Also, ich wollte euch auf jeden Fall ein realistisches zeigen. Deswegen habe ich dieses hier im Nachgang noch gebastelt. Aber man kann natürlich auch etwas wildere Farbkombinationen nehmen. Gut, hier ist es jetzt mit dem Lindgrün, aber wo so ein bisschen Aquamarin drauf geschmiert ist. Man könnte auch was ganz Verrücktes machen und nochmal eine ganz andere Fremdfarbe dazu machen. Das hier ist Brombeermousse. Ich finde, es sieht auch super geil aus. Also kann man auch machen. Die Farbkombination gefällt mir auch einfach. Das Rosé, das Weiß, das Granit und das Brombeermousse. Aber ich dachte, wir übertreiben es mal nicht, sondern gehen hier ganz normal mit dem klassischen Grün her. Aber traut euch mal, wenn ihr Floristik bastelt, die in ein bisschen abgefahreneren Farbkombinationen zu benutzen. Also nicht immer nur, ja, Blattwerk muss auf jeden Fall grün sein, sondern ich nehme für Blattwerk tatsächlich auch sehr gerne Pfauengrün, was eigentlich kein Grünton, sondern ein Blauton ist. Da ist nämlich mehr Blau als Grünanteil drin, wenn man sich die Werte mal anschaut. Also warum nicht mal bläuliche Blätter oder lilane Blätter? Also traut euch mal damit rumzuspielen, das macht Spaß und das ist cool und das sieht auch einfach mal was nach was anderem aus. Man erkennt bei dieser Karte ja sowieso, dass die sehr stilistisch ist. Also der Betrachter sieht das schon. Und da darf die auch so ein bisschen andere Farben haben, das ist völlig okay. Hier gucke ich absichtlich, dass Karten die Auflage verlassen und runtergehen. Das verbindet den Vordergrund mit dem Hintergrund. Hier schneide ich auf jeden Fall was ab, weil in meiner Erfahrung passt das gar nicht unten ganz rein. Hauchzart übrigens nur mit dem Flüssigkleber, weil diese Linien da, die sind durchgestanzt. Also die sind nicht geprägt, sondern durch. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sonst haut es an den Kleber. Also den drückt es dann natürlich durch, wenn man zu viel nimmt. So, und weil ungerade Anzahlen fürs Auge harmonischer aussehen, kommt da noch eine fünfte Spitze mit rein. Die kann nicht wirklich viel als zur Asymmetrie beitragen. Das ist aber ein ganz wichtiger Job. So. Der kommt noch dahin, einfach nur so ein Düt. Wunderbar. Und dann haben wir hier eine Blüte. Diesmal mit Grünblättern. Die sieht ein bisschen frischer aus, finde ich, als diese. Die sieht noch stilistischer aus. Ich finde, das ist eine ganz wunderschöne Kondolenzkarte. Ich weiß sogar schon, wer die bekommt. Und diese hier ist ein bisschen frischer. Ihr seht übrigens, den Hintergrundstempel habe ich hier neu gemacht, den gab es da noch nicht. Dafür gab es da noch mehr von den weißen Sprenklern. Im Nachhinein hätte ich hier wahrscheinlich auch noch ein paar mehr drauf machen sollen. Und auch die dürften ein bisschen stärker sein. Also da hätte ich weniger verdünnen können. Das wäre auch cool gewesen. Und hier ist nochmal die Variante Weiß auf Weiß. Die ist mir persönlich ein bisschen zu weiß, aber ich weiß, es gibt. Also einfach nur, weil die Blüte sich von dem Untergrund schlecht abhebt. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen doller koloriert als die anderen und eben auch mit den Aquarellstiften. Ja, könnt ihr mal reinschreiben. Ich weiß, es gibt auch unsere Weißliebhaber, die am liebsten Weiß auf Weiß mit Weiß machen. Könnt ihr mal unten rein kommentieren, welche von den dreien ihr cooler findet. Die hat jetzt auch eben keinen Spruch. Ich finde nicht, dass Karten immer einen Spruch brauchen. Und gerade bei Sachen wie Kondolenzkarten oder so, dann schreibt man sowieso eher liebe Worte innen rein. Die sollen ja berühren und das kann ein Stempelspruch vielleicht nicht so gut wie was man sich selber zu der Person formuliert hat. Genau. Innenseite haben wir auch gemacht, auf der linken Seite könnt ihr irgendwas stempeln oder was auch immer ihr möchtet. Auf der rechten Seite habe ich eins von diesen Motiven. Hier war das noch das größere Linienmotiv, das geht natürlich auch. Genau. Und das ist es fürs heutige Video. Ich möchte abschließend noch, weil ich nicht weiß, ob ich es vom Zeitplan her schaffe, dieses Set nochmal anzufassen, noch ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Also ich habe mich extra entschieden, was Stilistisches zu machen, weil ich vermute, dass wenn ihr das Set sonst im Internet googelt, dass da Leute eher was Realistischeres machen. Und traut euch mal, das stilistisch anzufassen. Also macht mal die Blätter zum Beispiel in Gold, das wär auch schön. Also ihr könnt auch die Blüte in dem Weiß, die Blätter in Gold auf dem Granit oder so, das ist bestimmt auch cool. Probiert also mal so stilistische Farbkombinationen aus. Die Blüte sieht sowieso sehr stilisiert aus, ne, mit diesen Linien da drin, ich finde das sau genial. Traut euch mal an das Set ran, ich finde das sau cool. Ja.
Und das ist es für das heutige Video. Schreibt unten rein, was ihr gut findet. Und wenn ihr es nachbastelt, dann schickt mir wie immer Bilder auf Instagram, per Mail oder auch per WhatsApp. Gerne mit euren eigenen Farbkombinationen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.